May every part of your body hurt. May they send you to heaven at the highest curb, cause only in eternity you can be as safe as housing. Safe as housing. Keep out of my sight. Take all of your friends, your family, and everybody. May die. May no one of your biggest hopes ever come true. May everybody torture you. May a bubble burst. Your dreams be shattered. All of your biggest fears come true. The truth will be mine, will be mine. But you will always owe me the time, yeah, the time that I wasted. Ach, schön ist das hier. Dachte ich auch, als mein Mitbewohner mir seine neue Perle vorgestellt hat, die ich nicht so gut leiden konnte. Und weil sie ziemlich viel Scheiß gebaut hat, habe ich einen Hasssong über sie geschrieben. Weil sie ungefähr so nützlich ist wie der größte Pickel auf meiner Nase oder HIV oder Syphilis. Und darüber singe ich meinen letzten Song für euch. Ich hoffe, ihr habt euch lieb. Nochmal für die 20 Jahre. Herzlichen Glückwunsch. Wo seid ihr denn eigentlich? Ah, ich habe sie entdeckt. Sie lieben sich immer noch. Ich bin Frau Winzig und falls ihr Bock habt, das Ganze nochmal irgendwo anders zu sehen, ich toure gerade durch Köln, kommt vorbei. Und Open Air Kino, danke für die Einladung. Und Martin, danke für den Ton. So ein netter Tonmann. You entered out of the blue. And here is what I think about you. Yeah, girlie, you better move out of town and let go of my boy. Yeah, girlie, you better move out of town and let go of my boy. Cause you are useless. Shit, just invited you to watch this. Probably unnecessary. Besides, I find you very scary. So, girlie, you better move out of town and let go of my boy. Cause you are as useful as the biggest pimple on my nose. And you are as helpful as HIV or sets of broken bones. Yeah, girlie, you better move out of town and let go of my boy. I know people make mistakes, yes they do. I know, cause I met you, cause I met you. But people should be banned from this earth when they are like you, you. People like you, you. So girlie, you better move out of town and let go of my boy. Cause you are as useful as a whole year of diarrhea. And you are as helpful as syphilis or genital herpes. So girlie, you better move out of town. People make mistakes, yes they do. I know, cause I met you, cause I
met you. But people should be killed on this earth when they are like you. People like you, you. So girly, you better move out of town and let go of my boy. Cause you, you are useless. We get four songs, sagt do we? Euch noch was über one extra song. So. Zugabe. Fast. Der Martin? Ich weiß es nicht. Oh, der Martin sagt euch was. Das ist der Tonmann. Applaus. So, jetzt erstmal herzlichen Applaus für Frau Winzig. Ich finde, so winzig ist sie eigentlich gar nicht. Ne? Eine phänomenale, große Stimme hat sie. In jedem Fall. So, und wie alle Interpreten unserer Kurzkunst bekommt sie kein Geld. Leider, leider, ich würde sie überschütten. Aber sie wird jetzt gleich mit dem Hütchen rumgehen und ich hoffe, ihr seid heute extrem spendabel, weil sie in Urlaub will. Ja! Ja! Zum Beispiel. Na, das wäre ganz, ganz toll. Und bedenkt bitte, sie hat eine Kupferallergie. Also nicht, dass sie nächste Woche oder wann sie auch immer hier auftritt, nicht mehr auftreten kann. Kupferallergie, ganz schwierig. Ihr wisst, was das bedeutet. Werft ordentlich rein. So, jetzt aber erstmal herzlich willkommen im See- und Sommerkino. Schön, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid. Ich habe jetzt zwei, drei Sachen, die ich euch noch erklären muss, bevor es losgeht. Die Songs. Und zwar das erste ist, ihr habt ganz tolle Decken genommen und Sitzkissen, die extrem bequem sind Julian und die auch aufgerüstet haben dieses Jahr. Letztes Jahr waren es etwas weniger, dieses Jahr haben wir sehr viele davon. Es wäre ganz toll, wenn ihr nach Ende der Veranstaltung die Sitzkissen wieder vorne an der Kasse abgeben könntet und die Decken bitte auch wieder dahin, wo ihr sie hergenommen habt. Und wenn ihr ganz toll drauf seid und uns ein wenig Arbeit ersparen wollt, dann faltet sie doch ganz toll zusammen und wir kommen eine Stunde früher heute nach Hause. Das wäre ganz klasse. So, die Toiletten habt ihr hoffentlich gefunden. Die sind am Kranhaus gut versteckt.